Willkommen zu einer neuen Runde Ark Survival Evolved von Studio Whitecourt DLC Extinction. Beim Zaunbau. Zumindest setzen wir erstmal die Foundations. Ach, hey, da muss ich ja aber noch schön viele Foundations bauen. 6. Noch weiter nach außen lohnt sich nicht. 6. 6. Ich weiß auch nicht, wie weit wir drüben schon sind. 6. Auf der anderen Seite hat man ja auch schon gebaut. Aber da wird man ja auch wirklich noch ein Stückchen weiter vor. Ick. Was hast du jetzt gefressen? Das da. Und das da. Frisst du das lieber? Das sieht ja so aus. Oder ist das verfallen? Das glaube ich doch nicht. Der hat einen 20er Stick. Wie krass aus bei dem. Echt. Das ist. Ja. Erntestufe ansehen. Plus 8 verfügbar. Ach, und dann kannst du hier direkt geben. Ich habe mich schon gewundert, warum in den Tipp das drin stand. Da kannst du den direkt drauf züchten, dass der das abbaut. Organisches Polymer. Muss er das im Kühlschrank lagern? Irgendein Polymer hält doch viel länger. Organisches zerfällt doch auch. Blutegelblut. Oh, seltener Pilz. Das wäre auch so eine Sache. Harz. Ich weiß noch nicht, was ich brauche. Rohes Filet. Rohes Fischfilet. Das wäre es auch. Vor allem, wir haben ja den Teich um die Ecke. Miss. Wir sind hier. Ausgegangen. Den müssen wir aber gleich nachlegen. Komme ich bis hier ran? Jo. Wofür wir das ganze Metall brauchen, weiß ich noch nicht. Ich hoffe mal dann für Spikes oder sowas. Wir können ja noch mal ein 100er Stack nachlegen. Hier gibt es ja keine Heatmap. Da jeder. Zumindest glaube ich es nicht. Oh. Heatmap, was ist das? Nee. Ernsthaft? So viel? Haben wir schon die 1000 zusammen oder was? 2, 4, 6. Nicht eins. 800. Das sollte als Metall eigentlich alles zählen. So, Obsidianhammer. Was brauchte man für Polymer noch? Ein Fabricator. Obsidian und Zement. Der Fabricator brauchte Strom, ne? Dazu, ich gehe mal alles darauf, füge einen um maschinell gefertigte Items zu erhalten. Das weiß ich nicht, habe ich noch nie gebaut. Aber Zement kriegen wir hin, Öl haben wir da. Ja, da müssen wir dann doch mal ein paar von diesen Typen legen. Von den Enforcers. Öl brauchen wir 139. Ne, dürften wir auch schon da haben. Jawohl, 130, 230. Wie viel Kristall brauchen wir? 349. Was brauchen wir noch? Den Staub. 3500. Aber den kriegen wir zusammen mit Dödi. Oder auch mit viel gefahren und mit dem Trike. Elektronik holt das Zeugs auch. Wie sieht es jetzt bei dir aus? 17, 2. Warte mal, dass du nicht verhungerst, können wir den ja das rausnehmen. Ab. Die haben da hier noch davon. Dann kriegst du erstmal Leben. Falls hier mal irgendwer kommen sollte.
Mein Riesendino 171, krass. Du kriegst mal Gewicht drauf. Leben hast du. Dann drücken wir dir das da rein, in der Hoffnung, dass du das zuerst fasst. Das wird sowieso dann schlecht und dann, jo. Irgendwann werden wir das schon mal rauskriegen. Du hast soweit Gewicht und Stinkos. Genau. Du kriegst erstmal Leben. Du brauchst das dringendst. Du pusht dir meine ganzen Mädels und Jungs. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Das klingt, als wenn irgendwas reißt. Ausdauer hast du. Gesundheit 1300 kann auch schon mal nicht schaden. Da können wir mit dir schön angreifen. Du hast das Zeugs einstecken. Malte. Wir nutzen dich mal als Wegmarkierung. Bis hier sind wir mit dem Zaun gekommen. Schädelreichweite. Zaun. Mehr haben wir hier drüben auch nicht geschafft, ne? Spassenshalber fast gleich. Jo, aber ein bisschen weiter vor wollten wir noch. Sechse, Sechse, dann reicht's nicht bis rüber. Dit ist erstmal vollkommen bummi. Mir geht's ja nur darum, dass es auch einigermaßen aussieht. Und von da sah eigentlich nur der Pfosten weiter hierher aus. Den wollte ich nämlich nicht treffen. Ansonsten holen wir uns jetzt einmal den ganzen Platz und hoffen, dass dann hier drinnen, wenn wir hier noch Dinos drinnen stehen haben, nichts mehr spawnt. Da können wir dann hier noch ein paar Ställe bauen. Je nachdem, ne, obendrauf bauen wir die Farm, ne? Dritte Etage. Zweite Etage machen wir noch normal. Dritte Etage bauen wir dann Swimmingpool. Weiß ich aber noch nicht, wie man sowas bauen kann. Im Endeffekt wird es nur eine Dusche werden. Ja, eins noch und dann kommen wir sauber durch. Rohrleitungen sind ja nicht das Problem. Die können wir auch in Stein bauen. Ja, wobei bei den Metall, was wir alles da haben, ne? Sollte man da nicht geizen. Sechse. Hm. Wo baue ich ein Tor hin? Ach, das kann ich ja oben drüber bauen, auf die Foundations. Stimmt, da hast du ja recht. Da kann ich mir ja dann ein paar suchen, die richtig gerade sind wie die hier. Und dann dort Dino geht drauf. Hier zum Beispiel nicht. Ja, wenn es geht, auch nicht zu weit mittig. Sonst musst du immer irgendwo hin abbiegen. Rechts oder links. Irgendwo schön am Rande. Oh. Haben wir welche? Zähne. Das ist ja fast wie abgezählt. Aber auch nur. Fast. Bis da müssen wir hin. Also ich habe echt auf Verdacht nur 100 gebaut. Nur 100, du Schwacke. Weißt du, wie viele das sind? Ja, 100. Das war auch ein paar Stunden Farmarbeit. Das ist richtig. Quatsch, Farmarbeit. Das ist ja auch cheated, du Schwacke. Nein, die habe ich wirklich gehackt. Also nicht die Zäune gehackt, sondern die Materialien. So, zwei haben wir hier noch. Was meinst du, wie viel fehlt? Eins. Zwei. Fünf, sechs, sieben, acht. Malte schieben wir mal wieder hier vor, dass der EP kriegt. Lalalalalala. Wie? Stegolotypus Maximus kriegt nix? Das ist ja gemein von euch. Also, den könnt ihr doch nicht einfach so nicht mit einbeziehen. So, dann nehmen wir hier mal ein bisschen Stroh raus. Nehmen hier mal ein bisschen Holz raus. Nehmen hier mal ein bisschen Stein raus. In so einem Stein. Mist. Zahnfundament der Stein. 1, 2, 3, 4, 5. Wir hätten. Ja, wenn ich das rausmache, sehe ich alles. Noch ein paar Ressourcen dabei. Kannst du mal da rein?
Gut, dann halt so rum. Mist. Laufe mal da raus. Naus, ja. So, gut. Könnte schon aussehen. Machen wir hier weg. Jawohl. Ich hab doch gar keine Fackel in der Hand. So. So. Sechse. So. Sechse. Nochmal die Sechse. Bau mal eine. Jawohl. Sechse. Wie jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. In der Breite hat sie passt, in der Länge nicht. Irgendwo haben wir es verbaut. Da können wir nur. Wir schnappen uns die Wände und zimmern unten einmal komplett die Wände durch. Warum? Achso, deswegen. Den bringen wir die Ressourcen erstmal rein. Ja, wir müssen dann sicherlich auch noch einiges abreißen. Ich wollte schon sagen, ich bin fasziniert, dass das so wunderbar klappt, aber hat es leider nicht. Du kannst auch mal was essen. Du kannst ruhig noch mal was essen. Jo. Ärgerlich. Aber was willst du machen? Gehen wir mal wieder rüber. So, da haben wir schon mal 52. Sollte eine Weile reichen. Wir gucken mal, wie wir es machen. Hier hinten im Moment haben wir keine Tür drin. Wäre auch fraglich, wie wir sie bauen. Hier. Sechs. Warte mal, wie war das? V? Nee, V nicht. F? F? E? E? Ja, mit E kannst du drehen. Jawohl. Aber so sieht sie richtig aus. Da haben wir nämlich das Steinzeugs außen und die Holzstruktur inne. Halt. Hier ist die Kante. Genau so rum. Sechse. Genau so rum. Das wäre dreie breit. Die sind zweie breit. Dahin oder dahin? Wir setzen sie dahin. Sechse. Nur um zu sehen, ob das hier wunderbar so ineinander greift. Und wenn es so hier ineinander greift, dann stimmt es. Einerseits hier in dem, andererseits in dem. Also so, dass diese Linie schön durchgehend ist hier. Zzt, gerade. Und auch, dass nicht zu weit auseinander ist. Denn das kannst du alles verschrauben. Und zwar auch, glaube ich, ein Unterschied, ob du die so rumlegst oder so rumlegst, dass die dann automatisch nach innen oder nach außen zeigen, wenn du die hier neu setzt. Die Wände. Zumindest war das auf meiner ersten Ark-Map so extremst. Genau. Dass der hier falsch steht. Der soll nämlich so nach innen stehen. Siehst du das? Dass das Holz innen drin ist. Und dann musst du nämlich gucken, dass du hier immer zu E drücken musst. Und ich hoffe, dass es so passt. Ansonsten. Mittlerweile siehst du es auch, ne? Mit Grün und Blau. Das ist schon cool.
Ja, aber hier hat's mit Krügen gepasst. Diese Höhenunterschiede sind jetzt nicht schlimm. Das ist erstmal nicht so wilde. Da habe ich kein Problem damit. Hier nochmal E zu drücken, überall habe ich auch kein Problem damit. Das dauert halt für euch ein bisschen länger. Aber sieht schon mal schnieke aus, ne? Also, ich find's cool. Im Moment passt es auch mit den Abständen. Einmal hat man hier ein Problem. Aha. Mal darf ich sitzen, mal nicht. Verstehst du's? Ich nicht. Hier darf ich wieder. Ich habe auch kein Problem damit, dann, wenn es einigermaßen passt, hinten nur einen halben zu sitzen. Ist hier nicht möglich. Aha, jetzt wieder. Doch wieder. So. Im Moment sehen sie echt gut aus. Jawohl. Jawohl, nur auf die Idee hätte ich gleich kommen können. Aha. Jetzt. Jawohl. Also. Und dann muss der Fehler drüben sein, auf der anderen Seite. Ach! Durch das Schräge! Durch das. Ist das kein 45-Grad-Winkel? Na doch, ist es doch aber. Das mit zwei Schrägen hast du doch eine Gerade. Hier eine halbe Gerade, hier eine ganze Gerade, hier eine halbe Gerade wären zwei Geraden. Oh, ist nice, nice, nice. Gut, kriegen wir trotzdem noch raus, indem wir uns hier noch mehr einpacken. Nee, 85, doch, 85. Stapel halbieren und rüber. Jetzt sieht es wieder besser aus. Springen wir hier unten durch. Jawohl, lass den nicht auf den Kopf kacken. Das ist ungemütlich, habe ich mir sagen lassen. Also, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber könnte eventuell müffeln, stinken und so. Nein, nicht die 7, die 6. Danke. Dass wir hier noch was bauen, wollte ich hier nicht eigentlich noch rankommen. Muss man Treppe bauen. Aber hier sieht es erstmal gut aus. Gut, dann gehen wir auf die andere Seite. I. E. Jetzt nutzen wir es mal. Ich bin einfach neugierig, ob wir hier irgendwo Mist gemacht haben. Nicht Negibus. So. Verwunderlich wäre es ja nicht. Ah doch, hier zeigt das gleich blau und richtig. Ich vertraue mal, dass blau inne ist. Sieht gut aus. Scheint sogar noch ein bisschen zu mitteln in der Höhe. Schniege. Und das ist auch gut so. Hauptsache unten dicht. Also das Wichtigste ist unten dicht, nicht nur schick. Nicht, dass da irgendwas durchkrabbelt. Wie eine Schlange oder sowas. Wobei Schlangen nicht schlimm sind, ne? Kann man alles kaputt machen. Und wenn man es kaputt hat, kann man es auch gut looten. Und die geben sogar Filet. Also bis hierher sieht es auch wieder gut aus. Da habe ich schon ganz andere Zäune verschraubt. Ja, aber die 100 reichen hier natürlich auch wieder nicht, ne? Wenn ich denn dir sage, dass ich normalerweise 3 hochbaue. Nö, da hat sich nahtlos eingefügt. Dann weißt du, was wir da noch nachformen müssen und bauen müssen. Was?
Lass mich roten, das warst du wieder. Oxinchen. 13, 17. Dir scheint es echt gut zu gehen. Das ist krass. Auf jeden Fall brauchst du Gewicht. Nahkampfschaden 308%, ist schon nicht schlecht. Bewegungsgeschwindigkeit. Du hast kein Handwerksgeschick, ne? Ja, mach dir nix. Ach man, jetzt wird hier schon wieder angeblinkt. Also hier müssen wir jetzt, haben müssen wir noch ein bisschen weiterbauen in der nächsten Runde, ne? Also Argentavis können wir jetzt noch nicht gleich suchen. Also, da musst du schon mal mit mir noch ein bisschen durchhalten, ne? Aber wir können ja mal gucken, was wir hier geschafft haben, so. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu Ark Survival Evolved von Studio Whitecard DLC Extinction. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.